Ich habe mal eine neue Folge gestartet. Genau, dann machen wir uns direkt auf zu den Anfängen. Zurück zu den Anfängen. Oh, Moment, da bist du. Unsere zwei Superprofis hier mal wieder auf Erkundungstour. Nach langer Zeit. Ja, das ist aber so, ist es halt einfach. Die Zeit überhaupt erstmal zu finden, sich zusammenzusetzen und zu sagen, wir nehmen mal so ein, zwei Stündchen miteinander zusammen auf. Das ist halt leider. Deswegen kommen auch die Folgen so unregelmäßig hier von Ghost Speaking oder auch mal Warzone. Und Rainbow sowieso. Wir sind ja absolut alles keine Profis. Wir verdienen ja hier nicht nur so unbedingt Geld. Wir gehen ja beide noch nebenbei arbeiten, richtig. Das ist ja alles nur Hobby hier. Und das verstehen halt manche Leute nicht, wenn sie dann anfangen, man kommt mal wieder das und das. Ja, dann. Es steht tatsächlich so, es steht sogar auch bei mir in der Videobeschreibung drin. Wenn es zeitlich passt, gibt es halt diese Koop-Dinger. Deswegen ist es unregelmäßig. Das, was ich alleine mache, da kann ich mir meine Zeit so einteilen. Das ist bei dir ja genauso. Aber wie gesagt, ich mache viele Dinge halt. Oder ich mache das halt Ganze hier neben meinem Job. Das ist einfach ein Hobby. Also zocken und dummes Zeug quatschen. Gut. Ich meine, mit YouTube verdienst du sowieso kein Geld mehr, vor allem nicht mit Let's Plays. Ich mache das auch nicht fürs Geld, ich mache das für den Spaß. Das ist es halt einfach genauso. Ich sehe halt manche Dinge klar. Natürlich denkt man, es hat ein bisschen Ehrgeiz oder einen gewissen Ehrgeiz. Ich mache das dafür, damit ich in 3, 4, 5 Jahren mal nochmal zurückgucken kann. Ach, guck mal hier, was in dem Video war. Ja. Na, ich habe halt Videos, die sind unregelmäßige Aufrufe. Ich zock halt Spiele auch, wo ich extrem Bock drauf habe. Und klar, wie gesagt, diese Koop-Dinger macht halt Spaß, natürlich, wenn man natürlich die richtigen Leute bekommt. Das ist bei Rainbow nicht anders. Das ist bei die Ghostwicken und oh ja. Gleich. Herzkönigin. Weißes Kaninchen. Nomad. Josiah. Scheiße, Mann. Schön, dich über der Erde zu sehen. Sonst jemand aus deinem Trupp? Ein paar. Wir wurden getrennt. Mann, da haben wir richtig ins Klo gegriffen. Josiah, ich habe Walker gesehen. Er jagt unsere Soldaten. Bitte wen? Lieutenant Colonel Walker. Cole Walker. Hier. Kämpft gegen uns. Unmöglich. Was hast du genommen? Verräter? Ich habe es gesehen oder zahle ich den Bastard heim? Ah, komm. Ich hoffe, dafür schmort er in der Hölle. Dachte, er wäre dein Freund. Das war gestern. Heute ist er der Bastard, der auf meine Soldaten schießt. Also, was hältst du davon?
Entweder Walker hat das Schiff versenkt oder jemand, mit dem er zusammenarbeitet. Hier. So, Nachforschungen. Sie haben gerade Informationen erhalten, die eine Nachforschung zum Abschluss bringen kann. Wer hat das US-Militärschiff versenkt? Hier ist die offene Frage. Hier sind Hinweise, die sie gesammelt haben. Das Tagebuch und den Drohnenangriff. Okay. So. Dann machen wir das doch. Nachforschung lösen. Jay Skell hat das Frachtschiff versenkt. Verdammt. Dieser Sack ist offenbar für alles verantwortlich. Ich spür Skell auf. Ich traf ein paar seiner Angestellten. Mal sehen, was die wissen. Ich trommle noch Überlebende zusammen. Wir treffen uns bei Sammelpunkt Delta. Klingt gut. So. Den haben wir abgearbeitet. So können wir Schnellreise nach Erinwon. Wir sollen mit Schulz jetzt quatschen. Warte, dann komme ich kurz mal zu dir. Mit dem Heli, dann kann ich währenddessen mal ein bisschen versuchen auszurüsten. Oh, hier, warte mal, hier ist noch irgendwas. Ich bin jetzt mit Schnellreise rübergereist. Okay. Ich habe neue Dings gefunden, neue Biografie gefunden, Souvenir aus Afghanistan. Ja, ich komme sofort dazu. Ist das das hier? Nee, ist was anderes. Zeigen. Machen wir das auch so? Ja, da müssen wir nicht immer hin und her fliegen, ne? Hört man eigentlich meine Katze? Da hinten. Hä? Hört man eigentlich meine Katze gerade? Momentan nicht. Okay. Ah, nee, weil der hier bei mir liegt und schnurrt. Deswegen. Ich habe den quasi hier mehr oder weniger mit dem Arm dabei, während ich zocke. Ne, Katze? Ja. Bist du da? Na, 70%, ich bin gerade dabei. So, mit Schulz quatschen. Wo ist denn der? Hier rüber. Da bist du, ja. Ich bin dann mal da. Mats, haben es die Leute vom Strand geschafft? Sie meinen Überlebende? Ein paar von den Leuten auf dem Boot kannte ich schon als Babys. Ich habe ihre ersten Schritte gesehen. Hab mein Bestes getan. Ihr Bestes? Sie haben uns ein Schiff versprochen. Marines. Und jetzt haben wir nur Leichen, die angespült werden und ein Grünschnabel, dem die Knie schlottern. Mats, dieser Grünschnabel hat viele von uns gerettet. Meine Tochter, das ist keine Kleinigkeit. Mag sein. Aber das reicht nicht. Nicht in unserer Lage. Es ist noch nicht vorbei. Ich habe Sergeant Major Hill gefunden. Wir haben vor, Jay Skell zu verfolgen. Wir werden ihn aufhalten und übernehmen diese Drohnen. Einen Moment. Sie glauben, Jace steckt dahinter? Niemals. Er ist ein guter Kerl und mein bester Freund.
Sentinel hat die Insel übernommen. Folgen Sie mir. Ich habe Beweise. Tja, ich habe dringendere Probleme. Meine Leute müssen sich auf das Kommende vorbereiten. Packen Sie mit an. Okay. Aber Skell hat Priorität. So. Nomad, wie geht's Ihnen? Ich vermisse meine Couch. Ansonsten nicht schlecht. Das muss wohl noch etwas warten. Hören Sie, ich habe einige private Dinge zu erledigen. Deshalb habe ich gehofft, Sie könnten mir einen Gefallen tun. Sicher. Was denn? Angeblich sind westlich von Howard Port ein paar alte Erkennungsmarken aufgetaucht. Sie wurden bei einem Skelett im Wald, in der Nähe eines ausgebrannten Trucks, gefunden. Der Finder wollte die Totenruhe nicht stören. Aber ich glaube, Sie könnten einem Kameraden von mir aus dem Kalten Krieg gehören. Kerl war ein guter Soldat und ein noch besserer Freund. Er hat mir mehr als einmal das Leben gerettet. Wir haben uns aus den Augen verloren und ich wüsste einfach gern, was passiert ist. Verstehe. Wir haben beide genug Freunde begraben. Ich sehe es mir an. Fangen Sie am besten nördlich von Grove's Pond an. Es sollte nicht schwer zu finden sein. Es ist in der Nähe von Gordon Slough, drüben in Sinking Country. Ich wollte das nur noch mitnehmen, wenn wir eh gerade bei dem sind. Ja, ja, alles ist okay. Wie gesagt. So. Na, Einsatz Geister. Gehen wir jetzt mal rüber und sprechen mit dem Fox. Okay. Das Geister der Vergangenheit ist halt, können wir dann ein andermal dann noch weitermachen. Pff, alles gut. Jetzt haben wir ja noch zurück zu den Anfängen am Laufen. Ja, ja, das machen wir auch erstmal zu Ende, Step by Step. Wir werden wahrscheinlich eh nicht irgendeinem Plan folgen, aber wir haben halt, wie gesagt, noch extremst viel zu diesem Spiel zu tun. Das wird auch noch einige Monate dauern, bis wir hier irgendwann mal durch sind. Aber dann ist das einfach mal so. Mensch, geh doch mal da hoch. Mein Charakter hat auch gerade das Problem damit. Warte mal, wo ist denn da lang? Ist ja schon krass, wenn du hier mal nach links guckst, du könntest dir gar nicht vorstellen, dass das eine Höhle sein soll, oder? Ja, du denkst echt, dass es irgendwie irgendwas Nachgebautes, Künstliches. Nee, einfach nur Urwald. Du denkst, du bist einfach nur in einem Wald, dabei bist du mitten im Berg drin. So. Dann machen wir das doch mit den Informationen über Jace Skell sammeln. Okay, Fox. Was haben Sie? Ich sage es Ihnen, Jace hat nichts damit zu tun. Es war ein Insider, dieser... schickte mir ein Video von dem, der bei Sentinel das Sagen hat. An der Südküste gibt's eine beschissen starke Brandung. Nicht fluchen. Echt jetzt? Verteilt Stone neuerdings Strafen fürs Fluchen? Frag ihn doch selbst. Captain Gibson, Captain Coleman, die beiden Soldaten, die ich sehen wollte. Operation Citadel ist ein herausragender Erfolg. Keine Kommunikation erreicht oder verlässt die Insel. Und während Miss Puri da draußen die Herrschaft erobert, werden Sie sich um die Unruhestifter kümmern. Captain Coleman, bringen Sie diese Bauern unter Kontrolle. Es gibt hochmoderne Technologie, die ich gern nutzen würde. Gut. Captain Gibson, kümmern Sie sich um diese terroristische Bombenlegerin und ihre Outcasts. Es sind viele übrig. Sie sind in Ihrem Gebiet. Finden Sie sie, vernichten Sie sie. Sir, wie sieht es mit den Haftanlagen aus? Ich sagte vernichten, nicht fangen. Hm. Na, lieben Sie es nicht auch, im Südpazifik zu sein? Wie die Meeresbrise einen Hauch von Jasmin verbreitet.
Fast wie aus Silvana. Ich wünsche Ihnen viel Spaß da draußen. Wenn Sie einen Ghost aus einem der Helis sehen, dann erschießen Sie ihn. Jace steckt eindeutig nicht dahinter. Hören Sie, selbst wenn Sentinel allein verantwortlich ist, Ihr Freund hat die Kontrolle über Aurora verloren. Er hat das Frachtschiff versenkt und ich muss ihn finden. Er ist der Einzige, der weiß, was zu tun ist. Gut. Also schön. Er hat eine Villa hier in den Hügeln. Der Türcode ist 120386. Geben Sie ihm eine Chance. Mehr will ich nicht. Für Sicherheit sorgen. Anheften. Na, momentan weiß ich echt nicht, was ich glauben soll. Man könnte sagen, die eine Theorie, man könnte aber auch sagen, die andere Theorie, ne? Was am Ende da dran ist, werden wir hoffentlich aufdecken. Da läufst du lang.